Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr seht es, ich komme gerade von der Arbeit, habe jetzt gedacht, bevor ich duschen gehe, fange ich schon mal mit dem Video an und nach dem Duschen kann ich es dann schneiden, dann ist Champions League heute, draußen wird gehupt wie sonst was. Ich wollte mit euch gerne über das neue Thema heute sprechen und zwar gibt es etwas, was wahrscheinlich alle Zombie-Spieler, ich mache mir währenddessen einen geilen Erdbeershake, übrigens Leute, 20% Rabatt mit Chappy 20 auf Koffein mit ganz wenig Zucker. Und ich schwöre es euch, so wahr ich hier sitze, auf meine Ehre und die von meiner Mutter und meiner Oma, dieser Erdbeershake von Loot, ich schwöre es euch, schmeckt besser als der von McDonald's. Und der McDonald's Erdbeershake, ihr kennt es, ist eine absolute Rarität. Man kann ihn vielleicht einmal am Tag bestellen, weil 23 Stunden am Tag bei McDonald's jemand zu euch sagt, ah, leider wird jetzt gerade die Maschine geleert, aber kommen Sie in 4 Stunden wieder, dann ist die Maschine geleert und gereinigt. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es auch schon so oft hattet. Bei McDonald's ist das so, bei Burger King ist das so. Immer wenn man da hinfährt und was haben will, ist die Shake-Maschine defekt. Immer. Einfach immer. Es ist, als wenn diese Maschine nur einen halben Tag insgesamt im Leben läuft. Also, Code Chappy20, Leute. Checkt mal Loot ab. Ganz ehrlich, einfach das Geilste. Oh, lecker. Kalte Milch und wenn ihr es noch heftiger haben wollt, den Erdbeershake zum Beispiel, macht ihr einen Eiswürfel mit rein. Es gibt ja seit dem 20. die Möglichkeit, dass man eben Call of Duty 2 runterlädt. Und ihr habt es ja gesehen, dass man durch F6, und im Discord haben sich es auch einige angeguckt, und einige haben es nicht geschafft, im Discord auf den Daumen zu drücken, damit man die Regeln bestätigt und alles sehen kann. Selbst schuld, Leute. Also das ist schon erklärt. Viele haben es aber gemacht, dass sie sich die Tastatur eingeklemmt haben und konnten im Game dann in den Klasseneditor gehen. Und es gibt ein paar Cracks unter euch, die das auf eine ganz neue Stufe Ebene gebracht haben und die haben es so weit hingekriegt, dass sie in eine Mod-Auswahl gekommen sind und diese Mod-Auswahl zeige ich euch einmal hier. Das hat Nero's Cinema so ebenfalls schon gesehen und hat clevererweise Ghost of Hope gefragt, was eigentlich die Sache hinter der ganzen ist. Also wie ihr den ganzen verschiedenen Modis da ablesen könnt, sind es frei für alle, Gunfight, Hardpoint, Stellung, Capture the Flag, Kill Confirmed, Abschuss bestätigt, Control, Bounty, weiß noch nicht, was Bounty für ein Multiplayer-Modus sein wird, Knockout, kann ich auch noch nichts zu sagen, und dann Round-Based Zombies und Outbreak. Und erst habe ich gedacht, das ist bestimmt wieder so ein Überbleibsel aus Cold War oder so, was wir jetzt schon die letzten Jahre immer hatten, so ein Placeholder, wo dann irgendwie die Sachen drin stehen, habe ich überlegt, Moment mal, Cold War ist auf einer ganz anderen Engine gelaufen, auf einer ganz anderen Plattform als Modern Warfare 2. Und Modern Warfare 19, so wie eigentlich alle Infinity Ward Games, hat in dem Sinne keinen Zombie-Modus gehabt. Kein Round-Based Zombies, kein Outbreak. Habe ich gedacht, das kann kein Leftover sein, weil die Daten ja vorher schon gar nicht da drin waren. Und ihr kennt es, WW2 mit Sledgehammer hatte einen ziemlich coolen Nazi-Zombie-Modus. Cold War hatte mal wieder einen legendären Treyarch-Zombie-Modus. Treyarch ist ja eigentlich das Studio schlechthin für Zombies. Infinity Ward war es wirklich noch nie. Dafür gibt es bei Infinity Ward meistens dann eben Spec Ops, dann gibt es eine Kampagne, es gibt den Multiplayer. Mittlerweile sind wir so weit, dass es noch einen Gunfight gibt, 2 gegen 2, der jetzt kommen wird. Und dann hat Nero's Cinema Ghost of Hope einfach geschrieben und gesagt, schau mal, was hier gefunden wurde, was sagst du eigentlich dazu? Das ist doch mit Sicherheit fake, oder? Und Ghost of Hope schreibt, it's not fake. Und Ghost of Hope ist einer der wenigen Leaker, die bisher zu 100% immer richtig lagen, gerade was MW2 angeht. Und eigentlich war es für Nero und genauso für alle anderen und auch für Zombie-Fans klar, Infinity War Zombies wird nicht passieren. Allein die Tatsache, dass er nicht mal schreibt, das ist nicht sicher, das kann rauskommen, kann nicht rauskommen, da arbeitet dran. Nero fragt in diesem Tweet, den habe ich euch hier auch gerade angezeigt, ich finde irgendwie nicht viel über das Thema Zombies, das ist doch fake. Und er sagt halt eiskalt, nein, ist kein Fake. Das alleine hat mich dazu gebracht, dass ich meine Hände und Finger benutzt habe, um an mir um etwas zu suchen für euch. Und zwar gibt es Gerüchte, die laufen auf Twitter, die hat Ghost of Hope ebenfalls retweetet. Und das macht er eigentlich immer nur bei Sachen, wo er sicher ist. Dass ein Zombie-Ableger von Infinity War tatsächlich in MW2 kommen soll. Und jetzt passt auf, was aktuell der Gedanke bei dem Ganzen ist.
Es wird überlegt, weil wir ja einen Zwei-Jahres-Zyklus haben. Das ist ja etwas, was wir so noch nie wirklich hatten. Es wird überlegt, ob 2023 ein Kampagnen-DLC erscheinen soll. Das heißt, eine Fortsetzung der Kampagne. Denn, wie ihr alle gesehen habt, am Ende geht es ja um... Mehr kann ich nicht sagen, ansonsten spoilere ich die Story. Aber ein krasser Cliffhanger, wo ja viele überlegt haben, oh, ist das, hat das jetzt mit dem nächsten MW zu tun? Ich will jetzt nicht zu viel verraten, oder... Finde ich aber Quatsch, denn das nächste MW ist ja erst in, weiß ich, in 2 Jahren ist Treyarch, in 3 oder 4 Jahren ist Sledgehammer anscheinend, also 5, 6 Jahre, bis Infinity Ward wieder dran ist. Und so wie es aussieht, ist aktuell der Plan, dass wir nächstes Jahr 2023, zur ja, Frühling ungefähr, eben ein DLC für die Kampagne bekommen, wo vielleicht 3 oder 4 neue Missionen bei sind. Wahrscheinlich wird das dann verkauft werden. In einem Bundle zusammen mit einem Zombie-DLC. Und der Plan aktuell soll wohl lauten, dass Anfang des nächsten Jahres eben Zombies tatsächlich in MW2 released wird. Für mich ist halt das Problem, dass ich nicht weiß, wie sehr Infinity Ward sich mit Zombies überhaupt auskennt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Treyarch abgezogen wird, damit sie hier einen Zombie-Modus reinballern, allerhöchstens ein paar Einzelne dafür zuständig sind. Ich kann mir eher vorstellen, dass Sledgehammer für den Zombie-Modus verantwortlich sein wird und Infinity Ward dann eben so ein bisschen einfach nur vorgibt, wie es aussehen soll. Was ebenfalls gegen die eigentlich sinnvolle Theorie spricht, bei diesem Screenshot von diesen Modis, die es da gibt, ist, dass all diese Modi, so wie sie da zusammen sind, weder in Cold War existiert haben, noch in Modern Warfare so existiert haben und wir sogar neue Sachen haben. Zum Beispiel Knockout, wo, das kann natürlich ein Modus sein, den wir vielleicht schon kennen, der jetzt anders benannt wurde, genauso wie Bounty, also Kopfgeld. Das ist auch etwas, wo, wenn ich jetzt an die letzten Jahre dran denke, ist das nichts vom Namen her, was wir jemals schon mal gehabt haben. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. Das heißt, Leftovers kann es eigentlich nicht sein. So, dann Round-Based Zombies und Outbreak zusammen. Man muss eins bedenken bei dem Ganzen, es ist das allererste Mal, dass wir einen Zwei-Jahres-Zyklus haben. Es kann also super, super viele neue Dinge geschehen. Es können neue Sachen passieren, mit denen wir so gar nicht gerechnet haben, weil sich durch diesen Zwei-Jahres-Zyklus einfach sehr, sehr viele Sachen ändern werden. Und ich persönlich bin kein Zombie-Fan und ihr wisst das. Ich habe wirklich in meinem ganzen Leben 4 Stunden Zombies gespielt. Ich persönlich finde es für mich langweilig. Würde aber, wenn es da vielleicht so eine Tarnung gibt oder sowas, keine Ahnung, eine andere Art von der Polyatomic-Tarnung, die kommen wird, die ja sogar animiert ist, vielleicht werde ich es dann auch komplett durchziehen, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall für alle von euch, die Zombies-Fans sind, ich will das nicht bestätigen, ich kann es nicht bestätigen, es ist auch ein Gerücht, was ich so aufgegriffen habe, aber die Indizien überall sprechen ganz klar dafür, dass ihr als Zombie-Fans in Modern Warfare 2 im Laufe des Lebenszyklus von 2 Jahren Modern Warfare Zombies bekommt. Wie das dann aussehen wird, ob das vielleicht ein separates Game zusätzlich wird als Add-on sozusagen oder, kann ich euch jetzt nicht sagen, aber zumindest besteht für euch die Hoffnung und das wollte ich euch gerne präsentieren. Es sind jetzt noch 2 Tage, irgendwann zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen geht es los. Freue mich, euch auf Twitch beim Sabaton zu sehen. Ihr werdet super viel Content bekommen. Ich freue mich sehr darauf, dass das Thema Rebirth, Caldera, Cold War, Vanguard, alles vorbei ist. Jetzt kommen richtig spannende Tage auf uns zu. Das heißt, jeder, der dabei ist, ich wünsche euch viel Spaß. Und jeder, der sich bewusst dagegen entschieden hat, das Game dieses Jahr zu kaufen, ich kann es komplett nachvollziehen. Ich kann es wirklich 100% nachvollziehen. Für die, die es jetzt vielleicht aber noch kaufen wollen, unten ist ein Link für meinen Affiliate-Link sozusagen. Das heißt, über MMOGA könnt ihr es auch erwerben. Unterstützt mich dabei, würde mich natürlich freuen. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und gönnt euch mal einen Erdbeershake. Geiler als McDonald's. Haut rein.